Hallo Leute, wie geht's, was geht ab? Euer Rocket ist am Start und heute fangen wir an mit einem neuen Projekt. Und zwar, wir leveln ein verbündetes Volk, und zwar Hochbergtaure, Schamane, ja. Leveln wir von 20 bis 110 in einem Let's Play. Und dann, let's go, hier erstellen wir mal unseren süßen Tauren. Das Grüne gefällt mir hier nicht so gut, ne? Also das ist ja echt ranzig. So dicke Hörner will ich ja auch nicht haben eigentlich. Deswegen nehme ich die hier. Hornfarbe, keine Ahnung, nehme ich das hier. Bärte nehme ich keinen, weil ich brauche keine Bart. Und hier noch unsere Kriegsbemalungen. Und wir sind blau, ein blauer Schamane. Und zwar hier. Und wir nennen uns Speedy Shaman, weil wir wollen ja schnell leveln. Und dann stelle ich immer schnell Add-ons ein. Ja, Auto-Turn-In ist an. Perfekt, perfekt. Das hier brauche ich nicht. Das hier kann man noch anbleiben. Legendaries brauche ich nicht. Legendaries brauche ich nicht. Das braucht man auch nicht. Koordinator brauchen wir auch nicht. World Quest Tracker ebenfalls nicht. Und dann geht's mal hier weiter, ne? Dann, ja, rein geht's. Speedy Shaman. Let's go. Let's fucking go. Let's go, boys. Let's go. Der Hochberg bleibt stark. Diese Worte sprechen von mehr als Erde und Stein. Sie erzählen die Geschichte unseres Volkes, das Entbehrung und Konflikt trotzte, um sich gegen gemeinsame Feinde zu vereinen. Es ist Zeit, dass ihr euch aufmacht über unsere Erde. Ihr habt es gehört, Jungs, für die Erdenmutter und los geht's. Für die Horde, ab zur Botschaft. Bla bla bla, wir wollen ja hier schnell durch. Und ihr könnt mir dabei zuschauen. Viel Spaß dabei und so, ne? Viel Spaß hier. Nice, nice. Jetzt redet bisschen Sylvanas, hier nehmen wir schon mal den azurblauen Wasserschreiter. Nice, nice. Let's go, let's go. Hier können wir, ich weiß gar nicht, ist Elementar gut für Level? Keine Ahnung. Lava-Eruption verursacht 10% mehr Schaden und lässt Flammenschock vom Ziel auf einen Gegner in der Nähe überspringen. Cool. Eure Schadenzauber bringen die Erde um euch herum dazu, euch 6 Sekunden lang zu Hilfe zu eilen und euren zuletzt angegriffenen Ziel wiederholt 62 Naturschaden zu tun. Interesting. Und hier haben wir noch irgendwelche Totems. Keine Ahnung. Ich nehme einfach mal das hier. Und wir werden auch gleich mal direkt nach Vorgebirge des Hügellandes gehen und ja, hier nochmal die Quest abgegeben. Zack. Das ist das hier, wendet um die Luft zu selbst. Okay, das machen wir mal schnell hier. Ein paar Wachen untersuchen. Danke, danke dafür. Es gibt nämlich gute XP. Ja. Das kann man aber mal gerne mitnehmen.
Loktaoga bisschen die Wachen hier untersuchen. Weil momentan ist ja hier das Liebe liegt in der Luft Event. Und deswegen ist das jetzt Zufall, dass ich hier die Quest mache. Aber die Quest ist gut und bevor ich die abgebe, gönne ich mir doch nochmal hier Account gewonnenes Gear. Und hier ist egal, ist eh das gleiche mittlerweile. Okay, das hier Tempo. Okay, Crit ist schon okay. Hier ein bisschen Intelligenzumhang. Hier eine Brust. So, dann nehmen wir doch lieber die hier. Dann kann das ja auch schon wieder weg. Und hier die Beine. War das überhaupt richtig? Okay. Alles gut, alles perfekt. Vielleicht will ich ja auch mit Schild spielen, weiß ich jetzt gar nicht. Will ich mit Schild spielen oder nicht? Nee, ich spiele mit Stab. Obwohl das mehr Intelligenz hat, wa? Einhand und Schild. Ja, komm, dann spielen wir eben mit Einhand plus Schild, ne? Hier, let's do this. Und das Schild hier, zack. Hier noch mal ein bisschen Movement Speed Hals. Hier nochmal die zwei Ringe vom Angelwettbewerb und von der Bullets of Draenor Garrison Garnison. Und hier nochmal von meinem Mischmasch. Und ja. Dann können wir jetzt auch hier die Quest abgeben und da gibt es gleich mal 3100 Experience anstatt 2100. Vor die Tore von Orkrim und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Tut mir leid. Okay, das ist auch eine interessante Quest. Proben verteilen. Ja, das könnte ich auch nochmal schnell machen. Das gibt auch gut XP. Das machen wir auch mal schnell. Hier die ganzen Orks, Goblins, alles Mögliche. Proben verteilen, ja. Das sind nämlich unsere Testobjekte. Ja, was wollt ihr? Auktionshaus-Typi kann man leider nicht proben. Hier ist unser Geistwolf. Nice, nice. Was liegt an? Danke für die 6100 XP, nehme ich doch gerne. Und ja, hier sind auch schon. Oh, das kann ich auch gerne mal mitnehmen hier direkt. Meldet euch bei bla bla bla, folgt der Straße durch den Silberwald in Richtung Süden und biegt von der Gabel. Ah, ich glaube, wir brechen das Ganze ab. Das dauert mir zu lange, bis ich da bin. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich da nicht hingeflogen werde oder so. Deswegen nehmen wir mal das hier an, Ashentar. Nördliches Brachland. Azashra können wir vielleicht auch machen. Silberwald habe ich nicht so viel Lust, weil wie gesagt, da muss ich lang reisen. Und jetzt sind wir hier drinnen im Liege liegt in der Luft Event. Im diesjährigen Liebe liegt in der Luft Event könnt ihr, wenn ihr nicht über Stufe 98 seid, kriegt ihr nicht diese Liebesrakete, also ihr habt nicht die Chance darauf, die Liebesrakete aus dieser Schachtel zu bekommen. Deswegen könnt ihr nicht einfach unendlich Twinks erstellen und damit diese Liebesrakete fahren. Dafür braucht ihr schon einen Charakter der Stufe 98 oder höher. Und wenn Battle for Azeroth dann release, dann braucht ihr wahrscheinlich Stufe 108 oder höher.
Nice, das war süße Experience, die wir doch gerne mitnehmen. Und ich muss Auto-Loot anmachen. Das machen wir mal schnell. Zack. Und dann leaven wir hier auch die Gruppe. Und ich starte jetzt erstmal als Elementar, werde dann aber vielleicht noch switchen auf Enhancer. Habe ich eigentlich auch mehr Bock drauf, ehrlich zu sein. Ist wahrscheinlich auch besser. Na komm, wir switchen direkt. Und jetzt können wir uns hier aussuchen, Steinkrankgebirge, Azashra oder nördliches Brachland, Ashenthal. Ich glaube, ich gehe... Ich gehe nach Azashra, ja. Dann kann ich hier den anderen Shit auch löschen. Weg damit. Weg mit all this shit. Weg damit. Und ja, ne, jetzt reiten wir hier nach Norden Richtung Azashra und währenddessen sortiere ich mal hier ein bisschen meine Action Bars und mir fällt gerade auf, ich bin ja gerade auf Verstärker geswitcht. Deswegen muss ich hier mal ein bisschen adjusten und so. Keine Ahnung, hier das Totem brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Res, komm hier hin. Heal kommt da hin, was ist das? Interrupt, also ein Unterbrechungsspell. Felsbeißer. Versenkt euer Ziel, fügt Feuerschein zu und verstärkt eure Waffen für 16 Sekunden mit Feuer, durch welches jedes eurer Waffenangriffe bis zu 16 Feuerschaden verursacht, basierend auf dem Waffen. Red eure Beine, okay. Wahrscheinlich so. Ja, und jetzt brauche ich natürlich auch zwei Waffen und die habe ich auch hier. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Nice, das gefällt mir. Und ich will mehr Tempo haben. Intelligenz brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Deswegen nehme ich doch lieber diesen Ring hier. Dann nehmen wir doch einfach mal auf diesen Hals hier. Scheiß auf den Movement Speed. Das hebe ich einfach mal noch. Ach, das kann ich eigentlich auch wegschmeißen. Kann ich eh jederzeit wieder abholen. So, jetzt noch ein Umhang. Den haben wir hier. Zack. Weg damit. Und jetzt sind wir good to go. Und ja, let's go. Azashra angekommen. Zack. Ja, ich brauche vieles, Bruder. Ich brauche vieles. Zum Sieg. Vorwärts zum Sieg. Ja, Mann. Auf zum Sieg, meine Freunde. Auf zum Sieg. Und let's go. Hauen wir den mal hier ordentlich aus dem Maul. Den haben wir gefangen genommen. Sehr schön. Und Level Up. Nice, nice. Was muss ich jetzt damit machen? Ach, hier ein bisschen Holz sammeln. Nice. Machen wir doch mal. Sammeln wir mal hier ein bisschen Holz. Azashrisches Holz. Nee, Azashrisches Holz. Nice. Ascharisches Holz. Azashra. Ach, keine Ahnung.
Schreibt in die Kommentare, wie es richtig ausgesprochen wird. Immer schön rein und damit in die Kommentare. Was? Weg ist ab! Okay, das scheint nicht wirklich zu gehen. Und jetzt haben wir die Quest auf dem Baum und... Ja, da müssen wir hier die killen. Machen wir doch mal. Killen wir mal die auf dem Baum. Ich sehe hier zwar keine aus dem Baum, aber... Hello? Okay. Interessantes Geräusch. Okay. Hello, was geht ab? Ah, okay, ja, ihr kommt mal ruhig hier alle her, ne? Ich kill euch. Also, wenn ihr auch die Quest hier macht, ihr müsst dann die Bäume hier und das dann quasi niedermähen, bis die Nachtelfen aus nichts runterfliegen. So kennt man Blizzard. Bug vor Bug. Ergibt keinen Sinn. Man kann jetzt zwar sagen, ja, die sind unsichtbar und so, aber... Nö. Das ergibt einfach keinen Sinn. Die müsste man nur schon vorher sehen, nein. So, jetzt hier den nächsten. Der nächste zaschrische Schossen. Immer schön abmähen. Nehmt es ab von uns. Nehmt es ab. Nice. Auf den Baum haben wir auch geschafft. Granatwerfer geladen. Verteidigt die Tore. Na gut, das machen wir dann nochmal. Auf zu den Toren. Let's do this. Zu den Toren. So, hier benutzen wir mal unseren geilen Granatwerfer und wie ihr auch schon seht, der ist vollkommen broken, der haut vollkommen rein. Kann man einfach hier Tab drücken und alles abrasieren. Und was ist jetzt hier los? Da war, ist kurz nichts gespawnt, ne? Hat man gesehen? Wir waren zu krass. Ah, okay, der ist noch nicht sehr präzise. Also wenn die so rumlaufen, sollte man besser an den Nacken gehen. Ja, okay, okay. Zack, auch das haben wir geschafft. Die Tore verteidigt. Urtum der Talrendenspitze getötet. Let's do this. Greift auf die Notfall-Energie-Reserve und heilt den Schredder auf 70% seiner maximalen Gesundheit. Wie ihr seht, haben wir noch 80% und jetzt kann ich das auch schon mal hier runterschieben. Da habe ich das Pech besser im Blickfeld. Allgemein, wenn ihr WoW spielt, solltet ihr alles um die Mitte ausrichten, weil es ist einfach so, da habt ihr alles im Blick und könnt besser eure CDs, whatever, tracken. Rocks und so weiter. Und jetzt wollen wir mal hier dieses Urtum killen. Let's do this. Einfach alles bam. Zack, zack. Die Tasten alles auf CD. Nice, nice. Der kann ruhig seine Brocken werfen. Und denn wir sind zu krass. Und ich verlasse jetzt mal nicht den Schredder, weil vielleicht. Das ist ja ein Fehler. Deswegen, no. So, let's go. Let's go. Let's do this. So, jetzt sind wir hier beim Arbeitsaufseher und ich kann die Quest nicht abgeben, also muss ich jetzt lassen.
Ich halte euch den Rücken frei. Und ja, da müssen wir jetzt zu so einer Raketenbahn und so weiter und so fort. Cool Story, Bro. Und ich gönne mir hier mal schnell einen süßen Screenshot. Danke dafür und weiter geht's. Speer der Talrendes-Spitze getötet. Ah, und hier bekommt bisschen paar Scheiben wild. Prät oder Brett, keine Ahnung. Wildbrett, Wildbrett. Whatever, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, jetzt kriegen wir hier mal ein paar Rehe. Ja, weil die trauben nämlich unser schönes Fleisch. Keine Rehe übrigens. Ich glaube, das sind eher Hirsche. Oh, und wir haben ein bisschen viel gepult, aber das sollte nichts ausmachen, denn wir sind ja OP. Alles klar, Digga. Nice Damage, by the way. Hä, troppen die das auch? Nee, eigentlich nicht. Egal, weiter geht's. Hier schlachten wir jetzt alles ab, bis wir alles haben. Und dazu müsst ihr einfach alle Tasten spammen auf CD. Sehr, sehr schwierig. Kappa. Ach, Blitzschlag ist ja sogar instant. Oh, nice. Nice, nice. Alles instant. Sehr schön, sehr schön. Nice. Hallo, sehr schön, sehr schön. Nice. Und hier geht es weiter. Und hier geht's weiter, ja. Nice, nice, hier geht's weiter. Und jetzt wollen wir hier mal ein bisschen noch drei Scheiben von den Hirschen sammeln. Und dazu müssen wir hier mehr killen. Dann holen wir den mal hier. Nice. Wir sind jetzt sogar zwei getroppt. Danke dafür. Nice, nice. Und ja, jetzt gehen wir hier zurück. Going back to the shit show. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ups, da habe ich wohl ein böses Geräusch gemacht. Das tut mir aber sehr leid. Und hier ist auch einer, ein Tode Ork. Netter Name, Chroniken eines Krieges und Osten. Interessant. So, jetzt haben wir hier auch alles schon geschaut. Das ist actually kein Upgrade. Und jetzt sollen wir uns bei Horsack melden. Das machen wir mal direkt. Und da gehen wir rein. Und da reiten wir mal zu. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet, als ihr unsere Holzfällerei zum Laufen gebracht habt. Aber ich habe gehört, dass wir langsam zu wenig Steine haben. Man sollte meinen, wenn wir Berge versetzen können, könnten wir dabei auch ein paar Steine aussammeln. Ja, let's go. Ein paar Steine aussammeln. Zack. Bewegung! Was geht? Bewegung! Versteinerten Bergarbeiter abgeliefert. Okay, jetzt müssen wir hier runter in diese komische Crew, Berg-Crew.
Mine, whatever. Und da wollen wir auch mal direkt hier reingehen. Ja. Da wollen wir direkt mal reingehen. Sprengstoffkiste. Interesting. Das hat mir nichts gebracht. Aber Level up und ich kann. Hello? Wow, ich kann den nicht. What? Ach ja, den müssen wir dann da abliefern. Ach, und wir haben ja hier noch Talent. Peitschnarre an Gegner füllt die. Das hört sich krass an. Das hört sich auch krass an. Das hört sich alles krass an. Und erhöht auch ihre Bewegung. What the heck? Keine Ahnung. War wahrscheinlich das Schlechteste, was ich jetzt hier genommen habe. Aber egal. Oh, okay, one hit. Seems balanced. Kappa. So, was haben wir? Ja, jetzt kennen wir hier diese dummen Ballisten und das ist auch nicht sonderlich spannend, aber ich muss trotzdem. Vielleicht werde ich in den nächsten Folgen das Ganze schneller drehen. Das könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das schneller drehen soll, dass ich ja, das Video schneller drehe und damit auch meine Stimme ein bisschen komischer klingen wird. Ich werde es aber so schnell drehen, dass man mich trotzdem noch versteht. Meine Stimme wird halt nur sehr komisch klingen, weil wie gesagt, das Video dann schneller gedreht wird. Lasst es mich wissen in den Kommentaren, ob ihr das wollt. Oder ob ihr den normalen Speed so wie jetzt haben wollt und das so gut findet. So, jetzt hier noch weitere Krokodile killen. Gönnen wir uns mal den One-Hit. Hier noch ein paar Eisenblöcke. Hier sind noch ein paar dumme Nachtelfen. Zack. Und ja. Ah, hier ist ein Eisenstapel, den nehme ich gerne mit. Wow, zwei Stück, krasser Stapel. Ist ja nicht so, dass da sechs oder so. What a scam. What a fucking scam. This is a scam. So, jetzt gehen wir hier hoch. Going straight up. Nice, nice. Paar Eisenblöcke sammeln. AKA Gebirgsfußfesseln. Hier ist noch ein Krokodil. Wir haben zwar alle Krokodile, aber wir müssen hier trotzdem hin, weil hier noch ein Eisenstapel ist, der 4 hat. Warum hatte der nur 2? Sehr, sehr interessante Schwankungen. Man kennt es ja, RNG. Nice, das haben wir fertig. Und jetzt können wir zurück. Ich sollte aber mal noch so ein dummen Bergsteiger mitnehmen. Keine Ahnung, ob das überhaupt geklappt hat. Hello? Okay. Jetzt haben wir den auf dem Rücken. Jetzt werde ich auch zur Sicherheit. Oder was? Siehst du, wenn man in die Gestalt geht, dann. Dann ja, dann geht er einfach weg. Die spawnt er. Deswegen müssen wir leider laufen. Sehr, sehr schade für uns.
Wir können noch mal eben testen, ob ich aufmounten kann damit. Nein, kann ich auch nicht. Dann schmeißt er den einfach weg. Er schmeißt ihn einfach weg. What is this shit? Und man muss es immer zweimal anklicken. Was eine Frechheit. Egal, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Gleich sind wir da. Und ja, jetzt müssen wir noch geil rumlaufen mit unserer fetten Kuh. Und ja. Jetzt geben wir hier die Quest ab. Was erzählt man sich auf der Straße? Was erzählt man sich aus der Straße? Verschwendet nicht meine Zeit! Doch, ich waste deine Zeit. Seid vorsichtig! Weil es mir gefällt. So, und das war's dann auch für dieses Video. Für den Anfang meiner kleinen Speedrun-Challenge von 20 bis 110. Lasst es mich wissen, was ihr davon haltet und so weiter. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, auch ein Abo würde mich freuen. Kommentare auch immer gerne rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Rocket. Klapp.